Ja, sowieso mein Kassel. Passt. Dann würde ich sagen, let's go. Und ich drehe dabei an. Aber ich kann. Ich kapier dich. Schön wär's. Naja, hin und wieder bei der Aufnahme wär's ja doch irgendwie was Geiles. Das Lustige ist nur dabei, wir schreiben relativ viele. Saufst du? Wegen meiner Aussprache hin und wieder. Von mir wirklich, wirklich viele, ob ich während der Aufnahme sauf. Spreche so undeutlich. Na, hin und wieder. Hapert schon beim Aussprechen, aber das liegt nur an der Aufnahme. Wenn ich so privat mit dir herumtue, nix. Da gibt's auch keinen Dialekt. Ohne Spaß. Das habe ich nur bei den Videos. Das habe ich mir irgendwann einmal angewöhnt. Den Dialekt ist nicht bös gemeint. Also bös gemeint. Ich rede über mich selber, also. Du Volltrottel. Besser gesagt. Ohne Spaß. Ich hab's mir angewöhnt, in Dialekt zu reden während der Aufnahme. Ich rede sonst nie in Dialekt. Hin und also Dialekt. Ein geschissenes Dialekt, sagen wir es mal so. Was selbst der Dialekthaber nicht einmal versteht. Im tiefsten. In der tiefsten Steiermark. Oder was auch immer. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist. Ich hab's mir einfach angewöhnt. Wahrscheinlich habe ich es einfach durch einen Arbeitskollegen etc. irgendwie aufgenommen. Ich kann es nicht einmal wirklich gescheit sagen. Aufgenommen. Übertragen. Irgendwie in irgendeiner gewissen Art und Weise und dadurch kommt es auch hin und wieder mal zur Aussprache. Beziehungsweise jetzt durch die Aufnahmen umso mehr. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, wieso sowas durchkommt. Wollen wir den Abschied? Ah, da ist er! Servus! Nicht stehen bleiben. Ach, du mehr da. Komm her da. Zack, der kriegt der Wichser. Guck, wie ausgeht's aus? Es geht's ja aus. Perfekt. So, jetzt kann ruhig die Luft ausgehen. Ah, scheiß auf die Luft. Machen weiter da. Es gibt keinen Stopp. Da haben wir gleich wieder den nächsten Battle, Alter. Ah ja, neues Kapitel ist wieder rausgekommen. Von One Piece. Und da kommt eine ganz wichtige Person jetzt endlich wieder. Also falls ihr es natürlich nicht hören wollt, besser vielleicht jetzt aber. Ich sag nichts. Ich sag einfach nichts. So wie bei Haus des Geldes. Ist besser. Genießt es einfach wieder das neueste Kapitel. 973 oder 972, was jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube 972. Das müsste ich jetzt nur mal nachschauen, sorry. So die ganzen Nummern weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Muss aber auch dazu sagen, ich habe eine Hassliebe entwickelt. Irgendwie eine Hassliebe. Ihr werdet es mal nicht glauben. Und das ist so richtig, das. Weiß nicht. Das Langweiligste, was ich mir angetan habe in der letzten Zeit. Wirklich. So fad muss mir mal sein. Ihr kennt das sicher, die Werbungen. Rage Shadow Legends. Was gibt's noch alles? Bilder gibt's ja jetzt auch. Letzte Zeit, aber die Bilderwerbung ist gut. Die ist wirklich gut gemacht. Allein schon das Thema, was sie da ansprechen, ist wirklich nicht schlecht. Muss aber dazu sagen, gibt's auch hin und wieder mal die Werbung Berlin Tag und Nacht. Ich bin so ein Mensch. Nach dem ersten Mal. Aha, okay. Was machen wir mit dem Scheißdreck? Interessiert mich nicht. Irgendeine Serie, Intrigen, etc. Was weiß ich. Interessiert mich nicht. Ich brauche mehr Action, weißt du? Ich bin so einer, ich brauche mehr Haus des Geldes, ich brauche aber auch wieder sowas.
muss ich ganz ehrlich gestehen, sowas wie Gossip Girl, Elite zum Beispiel, Elite ist genial, also das ist alles, muss ich auch sagen, ich habe mir auch Gossip Girl gerne angeschaut, muss nicht jedem gefallen, man muss jetzt aber auch nicht an der Männlichkeit jetzt überprüfen, Alter, du hast keine Eier, weil du dir sowas anschaust, wenn dir sowas gefällt, schau es dir an, mir hat es eigentlich relativ gut gefallen. Muss aber auch sagen, mir gefallen auch sehr, sehr gut so Serien wie Dexter. Dexter habe ich geliebt. Dexter habe ich für die finale Folge gehasst. Aber auch... Nein, ich habe sie nicht gut gefunden. Sagen wir es einfach so. Und bleiben wir auch dabei. Weil sonst könnte ich thematisieren. Es haben wirklich viele... Die letzte Folge gehasst und es war wirklich eine Frechheit und so alles drum und dran, was ich mir so angehört habe. Von vielen Freunden auch, schau dir nicht die finale Staffel an, die ist dann schon Schmutz etc. Muss sagen, ganz ehrlich, für mich hat die... Oh, da muss ich jetzt spoilern für alle Leute, die was jetzt nicht Dexter schauen. Also, bald schauen werden, etc. oder keine Ahnung. Wie es seine Frau verloren hat. Ab da hätten sie ruhig eine Staffel noch rausbringen können. Oder vielleicht nicht einmal mehr. Für mich wird das quasi schon für mich fast das perfekte Ende gewesen für die Serie. Muss ich irgendwie hat es mir sowas angetan, dieses Finale. Irgendwie war das für mich perfekt. Haben sie es erweitert? Gut erweitert. Muss man auch erwähnen. Sehr gut erweitert. Muss aber auch wiederum sagen, es gab dann zwei, drei, ich glaube, das wird die vierte, siebte oder achte Staffel ist die letzte. Jedenfalls, es gab dann Minimum noch zwei geile Staffeln, wo ich dann aber wieder mit der letzten, habe ich sie auch gefühlt,